Hi und herzlich willkommen zurück hier bei Phobia. Und ganz ehrlich, ich muss jetzt erstmal gucken, was wir überhaupt machen wollten. Wir hatten den Schlüssel, wir hatten die Box, aber da fehlt ja, glaube ich, noch was, ne? Ah ja, da fehlt noch Zahnrädchen. Wir haben jetzt drei. Ich wäre sogar fast versucht, nochmal bald alle Räume durchzulatschen, ob wir nicht irgendeine Dings vergessen haben. Ist es heller geworden? Also zumindest hier unten. Ich möchte fast sagen, bin mir nicht so sicher. So, was haben wir denn eigentlich hier? Eigentlich wollte ich ja das Zeug noch irgendwie abgeben. Und die Kassette wollten wir uns noch anhören, ne? Okay. Und wir mussten in einen bestimmten Stock. Aber ich habe keine Ahnung mehr, welcher das war. Hatten wir noch einen Knopf gefunden? Auf hier. Die drei hatten wir aber, oder? Jo, die drei hatten wir. Sollten wir den siebten? Oh, ich will schon gar nicht mehr wirklich so. Also wir sind ja jetzt im ersten, ne? Oder? Ja, doch, steht er. Steht ja da. Ich bin mehr oder weniger gerade. Ja, da bin ich ja gerade erst von Arbeit gekommen, deswegen verzeiht's mir, sind das noch. Nee, sind's nicht. Schade. Im dritten und hier konnten wir im vierten hochlatschen. Hier haben wir aber zumindest. Ah, siehst du, dann können wir wenigstens mal. Hallo? Achso. Kassettenrekorder zurückholen. Warte. Okay, jetzt hat er die Kassette rausgenommen. While Piper and I were making our daily rounds, we were attacked by some huge monster. It was horrible. It looked like some kind of giant ferocious spider or something. The fucking thing ambushed us while we were checking out the conference room. I didn't see exactly what happened, but I know that thing definitely got a hold of Piper for a second. There was so much blood. We managed to get out and lock the monster inside. The only problem is, Piva said he dropped one of our lockboxes inside when it grabbed him. If the damn monster sticks around, I have no idea how we're gonna get it back. Piva took off with the key as soon as we got out. I assume he probably fled to the third floor to look for some first aid. Not sure how much that's going to help them though. His wounds, he was completely torn to shreds. I'm still down here hiding. It's been about 2 hours now. I hope Piva's okay. Nicht wirklich. Glaube ich nicht. Okay. Dann können wir das wieder zurückpacken. Ich meine, das hatten wir ja schon. Dann gehen wir das rüber, das rüber. Was mit dem Ding ist. Was das überhaupt noch brauchen? Ich habe auch schon. Ich habe irgendwie das Gefühl. So, wie viel Schrot haben wir denn jetzt da? Achte. Wir haben gerade mal Achte. Warte mal, ich will mal gucken. Sollten wir uns die Pistole. Na, das nicht. Das wollte ich nicht gucken. Ich weiß, ich habe das wieder umgelegt. Ja, wir haben bloß drei Schuss. Ist jetzt nicht wirklich viel. Aber ich hoffe einfach mal, dass jetzt hier keine Viecher kommen und wir einfach bloß ein bisschen erkunden können. Und der ist ja gerade in den Stock geflohen. Aber hier hatte ich ja jetzt auch eine. Oder hatte ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier schon. Weißt du was? Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt, bevor ich das hier jedes Mal. Ich packe das mal darüber. Und die Waffe packe ich mal wieder nach oben. Ja, man kann sich auch umgewöhnen. Man muss es ja nicht immer wie im Dings machen, ne? Ob wir hier noch eine Schatulle oder irgendwie was oder Kästchen oder irgendwas hatten, was wir mit dem Schlüssel aufschließen können. Sieht erstmal nicht so aus. Holen wir die Dings raus. Ja, du musst nicht immer nachladen. Oh. Eine. Toll. War das vorher auch schon da?
Okay, das geht auch nicht weg. Na gut, im dritten Stock kommen wir dann dementsprechend. Naja, außer. Ich weiß nicht, ob ich das probiert hatte. Okay, hier sind Kartons, aber das war's dann auch wieder. Ja, mit den vier Schuss komme ich da sowieso nicht weit. Ich kenne mich doch. Machen wir mal Licht an hier. Kam ich hier gar nicht großartig weiter? War hier wirklich bloß zum Speichern? Und der Raum? Okay, wenn das so ist. Achso, dann kamen wir noch gar nicht in den vierten. Ich gehe mal erst durch. Ich möchte sagen, dass wir eigentlich irgendwas von wegen siebter Stock gelesen haben oder gehört haben, wo uns unsere gute Jennifer hieß, glaube ich. Ich kann mir den Namen hier partout irgendwie nicht merken. Treffen wollte. Aber ich will ja halt auch die ganzen Dings mitnehmen. Oh. Hab ich das hier da vergessen? Ich habe auch schon überlegt, eigentlich hätte ich mir Stift und Zettel mal parat legen sollen, um mir das aufzuschreiben. Wo was vielleicht ist. Ich weiß, hier hatten wir. Ich glaube, wir hatten hier auch den Kassettenrekorder herbekommen. Ich bin mir aber nicht so ganz so sicher. Und bei denen kamen wir ja nicht großartig weiter rein, ne? Und hier war das das, wo ich mich vor dem Viech verstecken wollte. Und ich das sowieso brauchte, sonst wäre ich gar nicht durchgekommen. Ich bleib jetzt kurz mal so in der Ansicht. Ah, ja. Da brauchen wir noch den Boltcutter. Nee, war es doch nicht. Okay, dann können wir eigentlich die... Weil das Stockwerk eigentlich auch schon abhaken, oder? Mal gucken, ob das jetzt hier weggeht. Jo. Na gut. Dann war im fünften auch nicht weiter. Im sechsten hatten wir da so eine Türe. Ich bin mir nicht sicher. Die Sache ist, uns fehlt ja... Ach. Ja, hier war es kaputt gewesen. Sind wir über den 7 dann dahin gekommen? Ach, ich... Sorry. Aber... Ja, ich weiß, hier hatten wir Türen. Die Sache ist bloß... Oh. Doch, hier gehen drei. Okay, Kelch, Y und N. Kelch, Y und... Das ist schön. Okay, die Türen sehen hier auf jeden Fall anders aus. Ich muss mal gucken, ob ich die auch aufmachen kann. Jo. Kelch, E und hier Pi-Zeichen. E und wo ist es? Hier. Damit haben wir den siebten Weg schon mal freigelegt. Aber ich habe halt immer noch das Gefühl, dass wir im sechsten Mal was vergessen haben. Brauche ich hier überall den Schlüssel? Ich kann mal so durchgehen, aber ich glaube, ich werde hier nirgendwo. Okay. This is definitely the room mentioned in the instructions. But it's locked. It's a really weird shape for a key. Okay, brauchen wir dann nochmal einen Schlüssel? Oder... Nee, das können wir nicht verwenden. Hätte mich auch gewundert. Hm. Okay, danke für den Hinweis. Ja, ich habe es gesehen, dass es dann auf einmal ging. Dass es da auf einmal durchging. Ich meine, ich wäre sowieso mit der Kamera nochmal durchgelatscht. War klar. War klar. Oder? Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte. Nein, warte.
Das sind halt alles einzelne Patronen. Ich dachte, ich könnte vielleicht mal meine... Naja, für mein Schmuckstück hier. So, was ist denn das? Wird da der Schlüssel erklärt? Ich habe mehrere Kriege mit mehreren Schwertern geführt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Ich fühlte mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Strang das Leben zu nehmen. Das nicht tun sollen? Okay. Nee. Aber es sieht halt so aus, als ob wir hier auch noch einen Schlüssel brauchten. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Bilder, aber mit denen... Oh doch. Moment. Okay, Schwerter, Beten, Hoffnung. Warte mal, weil ich habe hier schon die Schwerter gesehen gehabt. Schwerter, Beten. Ich weiß nicht, ob ich das dann schnell hintereinander machen muss. Ja, was steht jetzt für Hoffnung, falls das überhaupt dafür richtig ist. Schmerz körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher ein... Okay, Fels. Erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Strang das Leben zu nehmen. Oh, ich kann es auch schwer erkennen. Okay, das müsste der Fels sein. Und das ist der Strang. Okay, ich würde mal schätzen. Ich weiß nicht, ob es das automatisch irgendwie zurücksetzt oder ob ich es so machen muss. Oder warte mal, kann ich das auch hier? Okay, das würde gehen. Warte, ich lese noch mal kurz. Ich gehe da auch gleich rein, keine Sorge. Also dem anderen. Okay, Schwerter beten hatten wir. Ich fühlte mich lange Zeit allein verlassen. Dann ist das Bild daneben. Der Fels auf der Brust und des Teufels. Oder ich muss es halt wirklich mit der Kamera machen. Also eigentlich Schwerter, Beten, alleine, das und das. Aha. Aber keine Ahnung, wo das jetzt war. Ich habe auf jeden Fall eine Tür aufgemacht. Also Schränke hatten wir ja schon übelst viele gehabt. Ja gut, 710 komme ich nicht rein, ist klar. Jawohl. Könnte für den Aufzug sein. Hier haben wir nichts. Echt nicht? Oh. Ja gut, eine Verbesserung, aber... Ich meine, wir können mal kurz reingucken. Ich habe nur zwei. Ich weiß, meine Energie ist ziemlich am Arsch. Ich kann aber halt die Schusskraft, wodurch mir Schaden verursacht wird. Oh, hier... Ja, es kostet aber gleich wieder 8. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man braucht mehrere Durchläufe. Oh. Okay, jetzt haben wir 3. Okay, ein Ring. Oh, sehr schön. Die Sache ist, den Ring habe ich ja nicht. Alter, warum ist die Brechstange so? Ist ja auch egal. Das sind halt wirklich, glaube ich, eher, ne, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, von wegen, dass das Sammelobjekte sind. So, dann lass noch mal hier durch die Kamera kicken. Ob sich was getan hat.
Ansonsten die brauchen wir sowieso wieder, um zurückzukommen. Okay, hier ist nichts anders. Weil sonst hätte ich, wenn man den Ring hätte benutzen können, das war erst... Oh. Nee, doch nicht. War erst meine Idee gewesen, bei den Türen von wegen seltsames Schloss und so. Aber welcher Schrank hat sich jetzt da bewegt? Also, wie gesagt, er hat ja gesagt, hier, das ist die Tür, da kommen wir aber nicht rein. Hier ist aber auch kein Schrank, der sich irgendwie bewegt hat. Maybe auf der anderen Seite? Die Vorhänge da gefallen mir nicht. Ich kann ja auch alles abklappern, aber wie gesagt, ich brauche hier... Obwohl, nee. Stimmt gar nicht. Wenn er nur so macht, dann können wir da so oder so nicht rein. Zumindest habe ich das so bisher so verstanden. Hä? Okay, wer weiß, was das war. Trotz all des Chaos bleibe ich ruhig, denn ich weiß, dass das, was geschieht, notwendig ist. Meister Christopher ist unfehlbar. Der Heilige Vater ist ohne Zweifel und die anderen, die hier sind, alles verdammte Schweine, sie haben keine Ahnung und es ist nicht meine Aufgabe, sie aufzuklären. Alles, was wir taten, diente dem Ziel der größten Errungenschaft der Menschheit. Ich kenne den Weg und ich fürchte mich nicht über das Prinzip des freien Willens. Anselotte oder so ähnlich. Ja, naja, mein Bad an der Stelle. Na, wir gucken mal hier durch. Wahrscheinlich sowieso... Eigentlich müsste ich das nutzen, ne? Aber ich würde das halt ja ganz gerne mit kleinem Zeug irgendwie auftüdeln. Kann ich das hier auch wieder machen? Wahrscheinlich müssen wir das, damit der Schrank komplett aufgeht, obwohl da schon was zu erkennen war, ne? In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. War ich mit einer eng verbundenen Familie und einer großen Anzahl von Angestellten bedacht an ein gutes Leben gewöhnt? Nachdem ich lange mit zwei treuen Freunden gesprochen hatte, erinnerte ich mich daran, dass ich Gott immer trauen konnte, weil er unsere Gebete immer erhört hatte. In derselben Nacht noch betete ich für ein Zeichen und ein Engel kam und sprach zu mir. Ich versammelte rasch meine Freunde um mich, um der See und ihren Sturm zu trotzen. Also das letzte müsste auf jeden Fall ein Engel und irgendwas mit See sein. Ja. Aber so kann ich jetzt die Bilder so erkennen. Okay. Das ist das letzte, glaube ich. Sie ist aber hier kein Engel. Warte mal. Okay. Das Schloss am Anfang ist der Anfang. Und das sehe ich schon mal als letzte, ne? Eng verbunden, Familie, große Anzahl von Angestellten bedacht, ein gutes Leben gewöhnt. Dann würde ich fast mal schätzen, das. Einmal, lass mal so. Datte. Mach ich mal das, das und das. Und ich dachte, okay, wenn es nicht hinhaut, dann kann ich es ja bloß eine Sache switchen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Dings aufgemacht. Was ganz schön ist, aber wo der komische Schrank ist, weiß ich immer noch nicht. Hier haben wir noch eine Sphäre, das ist schön. Oh, noch eine Kassette. Na nun, nimm die Kassette, Mann. Wie inventarvoll. Ach, wie in der scheiß Brechstange. Ich meine, ja, das... Können wir das nehmen? Ja, Pistolenkugeln gehen immer. Ja, man kriegt halt nicht viel. Und hier ist auch nichts. Hm. Obwohl, warte mal, hatte ich da hinten nicht gleich noch den Koffer gehabt? Nee, hatte ich natürlich nicht. Das war im anderen Stockwerk. Lul. Ich will die doofe Kassette mitnehmen. Warte mal. Also kann ja auch sein, dass das dann wegschmeißt. Ich würde mal eins runterfahren. Mal gucken, ob wir die Tür dann wenigstens aufkriegen, ne? Pass auf, kaputt. Und ganz ehrlich, speichern wäre vielleicht auch mal nicht schlecht.
Wüsste aber jetzt auch nicht, wo wir noch eine Brechstange nutzen könnten. Die ist aber immer noch da. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal dahin, wo wir uns auskennen. Nee. Ich weiß auch nicht, warum er ständig das Licht ausmacht. Nein! Okay, wisst ihr was? Scheiß was drauf. Ich bin so kurz vor Tod. Ich bin so kurz vor Tod. Ja. Ich bin meine scheiß Rumrennerei. Ja, so komme ich halt das Herz nicht ran. Aber so tut er mir auch wenigstens nichts. Alter. Typ. Was ist denn, dass der hier gar nicht reinkommen will? Alter, das... Willst du mich verarschen, als ob er denn nicht mal so trifft? Ey, sag mal... Das sieht halt aus, als ob der irgendwie die Türe trifft. Das kannst du mir nicht erzählen, Mann. Ja, guck dir die Scheiße doch mal an, als ob er immer die Türe nur trifft. Ja, klar, und jetzt... Ey, komm, Alter, fick dich doch. Was ist denn das? Na, geil. Toll. Was ist das denn eigentlich? Ach so, Maschinengewehrkugeln. Toll. Ganz toll. Aber hier kann... Warte mal, mit der Brechstange wird das nicht gehen, oder? Also kann auch sein, dass wir gar nicht mehr brauchen. Wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht, wo er noch irgendwas hat. Mann, ich wollte da hinten weiter speichern, ey. Ach, so eine Scheiße. Ist doch wahr. Mir manchmal noch einen Kasten, den ich nicht öffnen konnte. Schade, hätte ja sein können, dass man vielleicht nochmal Muni kriegt oder so. Hä? Ach so. Ach nee, der Typ, das Kackviech regt mich jetzt auf. Ich meine, ich habe es doch auch schon getroffen. War hier nicht noch irgendwas Spezielles gewesen? Mir war so. Ja, gut. Wo hatten wir denn gleich? War das im dritten? Ah, nee, warte. Warte. Okay. Ich hoffe, jetzt packt er nicht gleich wieder den Stimmstock aus, weil ich wollte eigentlich dachte, naja, jetzt ist eh volle Energie und ich kann die scheiße Kassette wenigstens holen, damit wir die nicht vergessen. Aber speichern wäre mir eigentlich auch ganz wichtig. Und ich habe halt auch keine... Ah, toll. So, das packen wir mal weg, das packen wir mal weg, die packen wir mal weg. Und ja, hilft halt alles nichts. Warte, ich nehme mal Pistolen. Kugeln. Alles mit. Ach, ist das nervig. So, lad mal nach. Okay. Dann bloß nochmal schnell ab in den siebten. Aber ich wüsste halt jetzt... Ich wüsste halt jetzt wirklich nicht, wo dieses Regal war. Ich meine, hier kann es ja nicht gewesen sein. Das hätten wir ja gesehen. Das war genau hier, ne? Jo. Aber oben war es manchmal nicht noch, ne? Ich meine, wir hatten schon einige Regale. Es kann halt sein, dass das vielleicht irgendwo in der Bibliothek war. Also, dass wir da wieder runter mussten.
Ich wollte jetzt bloß nochmal hier hin, um zu gucken, ob ich da den Schlüssel nutzen konnte oder ob wir dann ganz einfachen brauchten. Ich würde sagen, wir brauchten da einen einfachen. Es geht auch mit 3 Schuss. Nein, geht natürlich nicht. Okay, wir brauchen einen einfachen. Du bleibst schön liegen, mein Freund. Ich meine, wir müssen so oder so nochmal hier hoch, dann ist der schon mal weg. Aber mein ganzer Vorrat gefühlt so für den Arsch. Und wir müssen wieder runterkraxeln. Jo. Okay, hier kommen wir auch so oder so nicht rein. Lol. Okay. Wir haben X, Y und SZ. War das das? Ich glaube schon, oder? Okay, das ist halt nur ein Büro, Anführungsstrichen. Ich habe es da schon leuchten gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, sobald ich das Dokument oder so gelesen habe, dass es dann irgendwie losgeht. Naja, da brauchen wir wieder 4. Na toll. Wir brauchen ja noch die. Ah, wir brauchen ja noch die Zahnrädchen auf jeden Fall für. Ne? Für. Yay. Für unseren Würfel. So, mal gucken. Da haben wir nix. Da sehe ich auch nichts. Aber das da habe ich auf jeden Fall gesehen. So, was steht denn hier? Die Subjekte sind geflohen und ins Hotel eingedrungen. Ich weiß, dass wir unsere Flügel unter keinen Umständen verlassen dürfen, aber ich habe beschlossen, mich ein paar anderer anzuschließen und in die unteren Etagen zu fliehen. Ich habe mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Mir wurde Zimmer 209 zugewiesen. Kann öffnen mit Doppelklick? Ah, lol, hier habe ich noch ein Dings. Auf dem Weg nach unten wurden wir angegriffen und ich wurde von der Gruppe getrennt. Das Treppenhaus von Block B voller Schutt, weshalb ich gezwungen war, die fünfte Etage zu durchqueren, um zu Block A zu gelangen. Im Büro muss eine weitere Schlüsselkarte sein, mit der man hierher kommt. Ich befinde mich derzeit in der dritten Etage, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 709 hier zurücklassen. Für das Prinzip des freien. Okay. Die Sache ist, in 300, in der dritten Etage konnten wir noch keine Tür. Ich glaube, wir können, man hat ja die Türe da gesehen. Wenn ich da irgendwie durchkommen könnte. Hier ist nichts mit Doppelklick. Oliveira. Das ist aber nichts mit Doppelklick. Dahl. Ich gehe jetzt trotzdem mal alles durch. Aber also ich hoffe nicht, dass das irgendwie was Wichtiges ist. Und das geht nicht. Ich mache hier vorhin schon 5-fach Klick, aber das ist schon. Of course they decided to hide it on the opposite side of the hotel. I have to find a way to get down there. Ja, einen dritten waren wir ja schon. Natürlich geht das nicht. Und hier hat sich auch nichts geändert. Also hat mir das noch nicht wirklich viel gebracht. Na super, hat er irgendwie vielleicht Infos für uns in seinem Dings reingeschrieben? Ja, wir sind gleich. Warte, warte. Ja, rätselige Türe. Ja. Und bloß der Würfel. Okay, mehr ist da nicht. Ja, gut. Wo machen wir jetzt weiter? Ich meine doch, wir können uns die Kassette noch anhören. Aber ob mir das viel bringt, weiß ich nicht. Aber in den dritten Stock, da können wir halt auch nichts machen. Wo waren das? War das im dritten? Ja, das war im dritten, wo wir dann speichern konnten und alles. Dass wir uns das Tape nochmal anhören. Vielleicht sind da noch mehr Informationen drauf. Aber sonst an der Stelle.
Da ich da auch noch keinen Schlüssel habe. Ein Bowl-Cutter wäre halt schön. Aber krieg den mal. Und wie gesagt, wo ich mich mit der Uschi da treffen muss, weiß ich immer noch nicht. Oder habe ich vergessen? Warte mal, wir haben noch einen Metallschlüssel. Ach, der war zur Library. Nee. Der war zur Library. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, danke für den Hinweis. Hätte ich vielleicht mal früher gebrauchen können. Wo ich da schon wieder unnötig viel Dings in den reingeballert habe. Okay. Wenn ich das rote Glühen sehe. Ja, das kann man jetzt noch nicht. Den haben wir ja bloß in der Cutscene irgendwie gehabt, ne? So, hier im dritten Stock, wo ich aber nirgendwo hin kann. Sonst haben wir halt gar nichts, ne? Ja, wir haben immer noch die rote Schlüsselkarte. Die bringt mir aber nicht so viel, weil ich glaube, ich brauche noch eine blaue. Ich habe doch irgendwas wieder übersehen. Ich weiß es doch. Aber mit Dings hat er auch nichts gesagt. Das Ding ist, ich komme ja auch nirgendwo anders mehr rein. Der siebte Stock hat noch nicht weit. Ich muss da nochmal gucken gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe da in dem Büro was vergessen. Ansonsten, wenn ich mal so auf die Uhr gucke, ist zwar nicht übermäßig viel passiert. Obwohl, glaube ich, doch ein bisschen. Na, zumindest mit den Rätseln sind wir eigentlich ganz gut vorangekommen. Ich bin jetzt aber erstmal ein bisschen ideenlos, sage ich mal. Wo wir weitermachen müssen. Bei dem versteckten Bereich alles haben wir gefunden. Das Rätsel haben wir auch aufgelöst. Ich meine, hier kann ich nicht weiter irgendwie offline nur E-Mails. Irgendwie, was informationstechnisch wichtig wäre. Oh, den Schriebs habe ich übersehen. So, an den Sicherheitsdirektor des Zentralblocks. Alle Passwörter für Block A befinden sich in diesem Dokument. Beachten Sie bitte, dass für jedes Passwort eine eigene Zugangskarte erforderlich ist. Bewahren Sie die Karte sicher auf, da die meisten diesen Ort unter einer Zugangsbeschränkung stehen. Die meisten dieser Orte, Entschuldigung. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Bereich betreten. Es gelten keine Ausnahmen. Passwörter. Oh, okay. Die Sache ist bloß... Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, dass eine Katze kommt. Ich habe doch gewusst, ich habe irgendeine Scheiße übersehen. Ach, Mann, hätte ich den doch einfach mal... Besonders ein Dokument. So, die Sache ist, war das im 6.? Sind wir vom 6. aus dahin gekommen? Von unserem Ursprungsdings? Oder war es im 5.? Wir konnten doch irgendwo durchkriechen. War das hier gewesen? Nee, warte mal. Hier war ich ja vorhin schon mal gewesen. Da war ja eigentlich gar nichts weiter, ne? Glaube ich. Weil ich habe den Weg jetzt leider nicht mehr so wirklich im Kopf, wie ich da gelaufen bin. Ah, ich glaube, hier ging es doch hier runter irgendwie, ne? Dann würde ich sagen, weil wie gesagt, es ist schon lang genug, glaube ich, die Folge. Das machen wir morgen.
Dementsprechend vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.